Hallo, hier ist Marc und das ist Sandy. Grüße. Wir melden uns hier heute direkt aus dem Vitalcenter live. Wir dürfen ja für euch nicht mehr die Pforten öffnen, sag ich mal. Und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, euch zu unterstützen, auf eine andere Art und Weise. Richtig. Dann haben wir den Zirkel nachempfunden und wollen mit euch ein paar einfache Übungen machen. Die habe ich schon dargestellt hier auf dem Zettel. Seht ihr hier, werden wir euch gleich alles zeigen. Und ja, Marc. Ja, mir ist nochmal wichtig, wenn wir jetzt dieses Video auch fertig drehen, beziehungsweise ihr die Übung seht, euch auch herauszustellen, wie wichtig das Muskeltraining ist. Es wird ja oft gesagt, dass ihr euch draußen ein bisschen bewegen sollt und zum Spazieren gehen, Fahrradfahren und so weiter, das ist alles richtig. Aber Muskeltraining ist nicht Fahrradfahren oder Spazieren gehen. Und gerade für diejenigen, an die dieses Video jetzt ja eigentlich gerichtet ist, die jetzt im Training stehen. Nehmen wir mal so jemanden, der mit 70 jetzt seit 2-3 Jahren hier schon eine Weile trainiert und ganz gut trainiert ist für sein Alter. Sagen wir mal so, der ist nicht altersentsprechend und geht schon an Krücken, sondern der ist vielleicht wie ein 50-Jähriger und fühlt sich ganz gut, soweit hat es geschafft. Wenn der 4 Wochen nicht trainiert, dann durchlauft je nach Körperalterung von ungefähr 3 bis 5 Jahren. Und das wollen wir einfach nicht zulassen. Das heißt, ihr würdet dann danach kommen und dann würdet ihr sicherlich irgendwie los wieder trainieren, aber ihr habt in der Zeit einen riesigen Rückschritt gemacht. Und genau dafür ist das Training. Unser Trainingsvideo ist so abgedreht wie ein echter Live-Kurs. Das heißt, wir machen da keine Unterbrechung, sondern ihr müsst euch vorbereiten dafür. Wir kommen gleich dazu was. Und dann geht es direkt durch. Wir trainieren die Übungen eine Minute lang durch, machen dann eine Pause und ihr macht direkt mit. Genau. Und jetzt sage ich euch, was ihr dafür braucht. Perfekt wäre ein Stuhl, auf dem ihr euch abstützen könnt. Theoretisch würde auch eine Couch gehen, aber die darf nicht zu weich sein. Wir wollen mit einem Wasserträger zusammenarbeiten. Also wenn ihr zu Hause Wasserflaschen habt, besser werden PET-Flaschen, also Kunststoffflaschen, 1,5 Liter oder gleich das ganze Paket als 6 Stück. Vielleicht hat der eine oder andere sogar noch eine Kurzhantel zu Hause. Das wäre natürlich noch perfekt, genau. Aber sowas in der Art. Genau, dass wir einfach ein kleines Gewicht haben. Richtig. Dann bräuchtet ihr vielleicht natürlich ein Handtuch, irgendwas, wo ihr euch draufkriegen könnt, also eine Matte, wenn ihr habt zum Beispiel, oder ein Kissen zum Beispiel, oder der ein oder andere hat sogar eine Isomatte oder eine Yogamatte zu Hause, die vielleicht irgendwo in der Ecke schon eine Weile rumliegt. Okay, ja, die Sachen sucht ihr euch schon mal zusammen, das wäre jetzt erstmal wichtig. Genau, also bereitet dich jetzt vor, drückt gleich auf Stopp. Lass das Video so lange anhalten, pack dir alles zur Seite, weil wenn wir dann starten, dann geht es direkt durch. Du wirst von uns mitgenommen, ob du Lust hast oder nicht. So Marc, dann bereite dich mal vor, noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und los. Erste Übung, Liegestütze, wie ihr schon seht. Marc achtet hier drauf, dass er schön stabil ist in der Hüfte. Arbeitet in einem mäßigen Tempo, also nicht zu schnell. Macht er sehr, sehr prima. Dann wollen wir mal sehen. Noch weitermachen? Ja, machen wir noch ein paar. Weiß ich nicht, dachte mir schon. 20 Sekunden hast du es geschafft. Und ihr natürlich auch. Schön mitmachen zu Hause. Wer merkt, dass jetzt Liegestütze schon viel zu schwer sind, kann natürlich auch eine abgespecktere Form davon machen. Marc, du bist jetzt bei der Hälfte. Genau. Und er geht mal in diese abgespecktere Form. Ja. Sehr, sehr schön hier. Die Knie bleiben einfach liegen. Hüfte ist weiterhin stabil, das ist wichtig. Er drückt und drückt. Wir sind jetzt bei 45 Sekunden Trainingszeit. Noch 10 Sekunden, gleich geschafft. Super. Die letzten 5 Sekunden. Und finish. Super. So, noch 5 Sekunden Vorbereitung. Nächste Übung. Und los geht's. So, Sandy streckt die Beine. Ihr sitzt auf dem Stuhl. Und streckt die Beine hoch und runter. Wir trainieren den Quadrizeps, den Oberschenkelstrecker, einen der größten Muskeln. Den werden wir jetzt natürlich durch diese Übung nicht wirklich absolut erschöpfen. Deswegen probieren wir besonders, hier ein kleines Zusatzgewicht zu nehmen und im oberen Drittel eher zu arbeiten. Also bleibe oben, halte kurz, geh ein Stückchen runter und wieder in die Streckung.
So, achte dabei auf deinen Bauch. Sandy geht mal mit der Hand an den Bauch ran. Zieh den Bauchnabel dabei nach innen, dass du nicht im Hohlkreuz sitzt. Und geh hoch und tief. So, die Hälfte ist ungefähr um. Sandy macht mal weiter. Nur los. Ja, sehr gut. Okay, wir schaffen mit dem Zusatzgewicht schon den Muskel ein bisschen zu fordern. Wenn du nicht mehr kannst, Sandy kann jetzt mal nicht mehr, setz die Flasche ab und mach ohne Zusatzgewicht ruhig weiter. So, die letzten 10 Sekunden laufen. Noch 5. Das ist ein bisschen länger als eine Minute. Und der letzte. Und wieder 30 Sekunden Pause. Weiter geht's. Nächste Übung ist für den Rücken. Sucht euch den Stuhl, den ihr vorhin gerade gehabt habt. Stützt euch mit der linken Hand ab. Guckt euch an, wie Sandy steht. Ihr seht selber. Nehmt euch den Wasserkanister. Wenn der zu schwer ist, ob nur für Mann oder Frau, als Alternative da unten gibt es nochmal eine Hantel. Oder ihr nehmt eine einzelne Wasserflasche oder einen kleinen Benzinkanister. Oder sucht euch einfach irgendwas, was ihr habt. Und dann geht's in 5, 4, 3, 2, 1, los jetzt. Wir ziehen schön hoch, direkt aus dem Rücken und gehen langsam wieder runter. Sandy, mach mal nicht so schnell, das ist mir ein bisschen zu leicht. Schön langsam runter. Wichtig ist hier nochmal den Ellbogen eng am Körper zu führen. Der Rücken bleibt schön gerade. Und ihr zieht hoch. Komm, gib Gas. Hoch und tief. Oh, hoch und tief. Und wir halten mal oben, Sandy, und langsam wieder runter. So, die erste Halbzeit ist durch. Zieh weiter. Komm. Hoch und tief. Hoch und tief. Nee, du machst heute mal die zweite Seite auch nochmal bei der ersten. Komm, gib Gas. Wer quatschen kann, kann auch nochmal mehr trainieren. Noch 10 Sekunden. Komm. Hol gleich ein Taschentuch. Und noch 3, 2, 1 und ab. So, Sandy wechselt die Seite. Wir müssen ja beidseitig trainieren. Ich wechsle einfach mal die Perspektive. Könnt ihr euch nochmal unser Studio angucken. So, mach dich fertig. Noch 3, 2, 1 und go. Komm. Gleiche Seite. Linke Hand. Meistens schwieriger. Kannst du gleich mal gucken, ob du die gleiche Kraft auf der linken Seite hast. Zieh schön hoch. Langsam wieder runter. Auf keinen Fall fallen lassen. Du hast die ganze Zeit Muskelkontrolle. Der Ellbogen ist eng am Körper. Der Rücken ist gerade. Stütz dich schön mit der rechten Hand ab. Wir haben gleich die Hälfte geschafft. Die Hälfte ist um. Komm, zieh hoch und gib alles. Ja, sehr gut. So, wer noch ein bisschen auf die Atmung achten möchte, ist natürlich auch wichtig. Bei der Belastung wird ausgeatmet. Eins. Und ausatmen. Einatmen. Komm, zieh durch. Die letzten 10 Sekunden. Da gehen noch ein paar Wiederholungen. Komm. Und eine Wiederholung machen wir noch. Komm, zieh hoch. Nochmal halten. Und langsam runter. Und wie fühlst du dich? Pause.
genug Pause gehabt. Nächste Übungskombination. Speziell für die Körpermitte. Ist das Allerwichtigste fast. Ja? Aus der Mitte heraus kommt die ganze Kraft. Haben wir eine Kombination gemacht aus zwei Übungen. Mach dich bereit. Die ganze Sache dauert jetzt 2 Minuten. Bereite dich mental darauf vor. Sandy, noch 5, 4, 3, 2, 1 in den Bankstütz. 1 Minute. So, wichtig. Gesäß ein Stückchen mehr in Richtung, genau so nicht. Abkippen, genau. Drücke deinen unteren Rücken nach oben raus. Größter Fehler, viele sind im Bankstütz nur gerade. Die meiste Kraft für den Bauch ist eigentlich, wenn man den Bauchnabel nach innen zieht, den Bauch aktiv anstrengt und den unteren Rücken sogar die Lendenlordose wegdrückt. So, Sandy geht mal für alle die, die den Bankstütz so noch nicht schaffen, in den halben Bankstütz. Behalte die Streckung in der Hüfte. Genau, hier die Hüfte lassen, Bauch anstrengen. Passt soweit. So, 1/2 Minute ist um. Sandy hat sich genug ausgeruht, geht wieder in den richtigen Bankstütz. Ja, falls du den Bankstütz nicht schaffst durchzuhalten, ich meine jetzt nicht Sandy, ist das kein Problem, setze ab. So, Sandy werden wir nochmal zusätzlich ein bisschen belasten. Ja, was ist denn hier los? Nicht schlapp machen, komm. Popo nach oben, Bauchnabel anziehen und Power. Noch 5, 4, 3, 2, 1, oben bleiben, aus der Bewegung, in den Seitstütz gehen. Nimm dir Zeit, gucke zu, was Sandy macht, die Zeit läuft. Genau, Füße über Kreuz. Oh, die Zeit läuft, 30 Sekunden. Schwierige Übung für viele, stärkt die Taille, stärkt den seitlichen Halt. Sehr gut. So, falls dir die Übung zu schwer ist, du die schaffst, darfst du deine Hand runternehmen und dich unterstützen. Für alle, die dir noch nicht reicht, können den unteren Fuß noch anwinkeln. Aber denk dran, wir haben nur 30 Sekunden. Kämpft mal ein bisschen. 10 Sekunden noch. Liebst du jetzt, Sandy? Ja, okay. Und Seitenwechsel. Beim Seitenwechsel oben bleiben, dreh dich über die Mitte. Bleib stabil, Bauch ist angespannt. Auf die andere Seite. Und die Zeit läuft. 30 Sekunden. Auch hier wieder Alternativen. Wir können den Arm runternehmen. Sandy, zeig mal noch mal kurz ein bisschen stützen. Aber nur so viel, dass die Hüfte immer oben bleibt. Ihr könnt den Fuß halt zur Seite nehmen. Ihr könntet sogar noch den oberen Fuß zur Seite nehmen. Wäre dann die ganz kurze Variante. Aber macht es euch so schwer, dass es doch wirklich schwer ist. Wir reden hier über 30 Sekunden. So, Sandy, noch 5, 4, 3, 2, 1, super. Pause beendet. Nächste Übung für die Rückseite. Oberschenkel, Rückseite. Leg dich auf den Rücken. Mach's dir bequem. Arme zur Seite. Handflächen nach unten. Und wir fangen erstmal mit der schwierigen Variante an. Überschlage mit dem einen Bein dein Standbein. Zieh die Zehenspitzen vom Standbein hoch. Und drücke dich jetzt von der Hüfte her nach oben. Bis ganz oben. Sandy hält erstmal. Zeit läuft. Ab jetzt. Hoch und tief. Hoch und tief. Du musst hier nicht ganz runter gehen. Je weiter du runterkommst, desto einfacher wird die Übung. Aber versuche, deine Hüfte gerade zu halten. Die Hüfte darf nicht abkippen. Sandy, kippt mal die Hüfte einfach mal ab. Lass mal sehen, wie es falsch ist. Genau, nicht ausweichen. Probiere stabil zu bleiben und gerade. Die Rückseite ist eine kräftige Muskelpartie. Demzufolge machen wir hier 1 Minute pro Seite. Eine 1/2 Minute wäre hier wirklich schwer. Des Weiteren gibt es hier auch Personen, die sehr stark sind und die wollen wir natürlich auch ausreizen. Das heißt, hier, Sandy hat gut gefrühstückt, Hüfte beschweren, Kleinkind draufsetzen, Bierkasten, nee, Bierkasten natürlich nicht, aber Wasserflaschen hoch und runter. So, noch 3, 2, 1, oben bleiben mit der Hüfte, Seitenwechsel, linkes Bein runternehmen, Kraftübergabe, gut fixieren und Action, hoch und tief. Hoch und tief. Zeit läuft. Die Schulterblätter bleiben abliegen. Drück dich schön. Wie so eine Art Fahrstuhlbewegung. Tief und hoch.
tief und hoch. Na, die gesamte Rückseite hier ist angespannt. Die Wadenmuskulatur, hinterer Oberschenkel, Gesäßmuskulatur. So, für alle, die dies einbeinig nicht schaffen, Sandy bleibt immer oben, Zeit läuft, mach weiter, kann man die Übung auch beidseitig machen. Na, halbierte Kraftwirkung, nicht so koordinativ anspruchsvoll. Such dir die Variante raus, die für dich passt. Sandy macht noch 3, 2, einen noch und absetzen. Letzte Übung, Sandy hat noch mal kurz zwischengedehnt, die Übung machen wir gleich. Du gehst mal bitte in den Vierfüßlerstand, also auch du vorm Fernseher, gehst in den Vierfüßlerstand. Perfekt. So, dann Arm und Bein strecken, Sandy macht mal noch mal ganz kurz vor. Sandy probiert mal noch sein Hohlkreuz wegzudrücken, hier mal ein bisschen gerade werden, genau. Und führt Ellenbogen und Knie unterm Körper zusammen, ohne abzusetzen. Berühren sich kurz und strecken, das ist die Übung. Mach dich fertig, auf die Plätze. Fertig und die Zeit läuft. 30 Sekunden. Alternativ die, für die, die keine Uhr jetzt parat haben, die machen halt 10 Stück zum Beispiel. Ja, kommt auch ungefähr hin. So, wir haben hier 15 Sekunden ungefähr schon rum. Ja. Eine schöne Übung, die sieht jetzt so leicht aus. Ist koordinativ, aber doch anspruchsvoll. Und noch 3, 2, 1, Sandy wechselt, zügig, Hand und Bein und ab geht's. 30 Sekunden. Genau. Sandy versucht mal nochmal bei der Übung den Kopf nicht in den Nacken zu nehmen, eher gerade zu lassen. Guck nach unten, such dir einen Punkt auf der Matte, fixier den an, nimm den Kopf nicht in den Nacken. Sehr gut. Und noch 3, 2, 1 und stopp. Okay, Marc. Vierfüßlerstand sind wir. Ausgangsposition erreicht. Kannst loslegen. Wir gehen mal in die Sitzposition. Schön ruhig. Dient ja jetzt alles zur Entspannung. Ne? Marc versucht sich jetzt hinten auf die Füße zu setzen. Lasst euch dabei Zeit. Er atmet ein paar Mal tief durch jetzt. Versucht die 8 Mal zu schaffen. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Bei manchen wird jetzt der Oberschenkel schon ziehen, für manche oder auch da vorne, genau. Ja. Schön durchatmen, ganz genau. Prima. Na, jetzt solltest du ungefähr 8 Stück haben und dann wechselt Marco gleich in die nächste Übung über. Geht langsam mit den Händen hinter euch, versucht dort einen Punkt zu finden und zu greifen. Super, Marc. Genau, und jetzt versucht mal noch die Hüfte langsam nach oben zu bewegen. Gleich. Ja. Prima. Erstmal abstützen. Jetzt fängt Marc an. Das ist auch für Marc eine schwere Übung mit seiner Hüfte, hat ja immer ein bisschen Schwierigkeiten. Jetzt versuchen wir quasi das Gesäß von den Hacken zu entfernen. Ne? Und dann atmet ihr wieder. Bleibt schön entspannt dort drinnen. Ja, Marc, wenn ich dich jetzt interviewe hier so ein bisschen, wo merkst du es am intensivsten? Jetzt gerade? Mhm. Ja, eigentlich im Oberschenkel. Oberschenkel. Ja, 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 vorne. Mhm. Ja. Okay. Na, dass sich jeder so ein bisschen vorstellen kann. Dem einen oder anderen wird vielleicht die Schulter ein bisschen kneifen. Der untere Rücken drückt ein bisschen. Die meisten.
Ne? Oder unten die Füße. Ja, ja. Supermarkt. Na, das könnten jetzt ungefähr 8 Atemzüge gewesen sein. Ihr dürft euch zu Hause natürlich auch gerne länger Zeit nehmen dafür, je nachdem, wie eilig ihr es habt. Prima, dann löst ihr euch langsam wieder zurück. Ja. So, nächste Beweglichkeitsübung und auch Dehnübung, die jetzt zum Runterfahren nach dem Kurs dienen soll, kommt jetzt. Ihr legt euch einfach ganz entspannt auf den Bauch, drückt euch ja, wie so ein bisschen am Strand oder auf der Wiese. Einfach nur aus den Unterarmen heraus raus. Achte darauf, dass du dich wirklich aus den Schultern rausdrückst. Das Handy lässt sich mal in die Schultern reinhängen, einfach mal um falsch zu machen. Genau, so wollen wir es nicht. Schulterblätter auch hochschieben. Und jetzt ist wichtig, probiere hier mit der Hüfte unten zu bleiben. Mit der Hüfte unten bleiben heißt, wir kommen jetzt hier nicht dazwischen. Sandy macht mal kurz falsch vor. Ja, die Hüfte ist einfach oben. Probiere unten zu bleiben. Wenn du jetzt schon im unteren Rücken, und zwar dort, einen leichten Druck spürst, ist das nicht besonders schlimm, sondern zeigt nur, dass dein Hüftbeuger schon den sogenannten ventralen Schub halt durchführt. Heißt, er zieht an der Wirbelsäule einfach nach vorne dich ins Hohlkreuz. Dann reicht die Position. Wenn du in der Position noch nichts groß spürst, kannst du über die Hände den Oberkörper noch weiter hochdrücken. Die Position, die Sandy hat, ist keine ungewöhnliche Position. Gerade sehr bewegliche, ja auch Tänzerinnen oder so, die sind wirklich vom Körper eher sogar noch hier oben. Also man kann fast 90 Grad. Die Wirbelsäule kann viele Bewegungen. Aber achte darauf, welche Schmerzen du hast. Wenn die Schmerzen eher pieken oder wenn du schon Vorschädigungen in der Wirbelsäule hast, dann sei eher vorsichtiger oder ruf uns an. Ansonsten ist hier normaler Druck völlig normal. 8 bis 10 tiefe Atemzüge ruhig halten. Wir haben in ungefähr die Minute durch. Die 8 bis 10 Atemzüge sind durch. Geh ganz langsam wieder nach vorne. Niemals schnell aus der Position rausgehen. Stufenweise runter. Bleib noch kurz liegen. Entspann dich. Lausch der schönen Musik. Und du hast dein Workout überstanden. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben uns größte Mühe gegeben, wie ihr gesehen habt. Genau, wir werden uns jetzt wöchentlich zusammensetzen und immer wieder Videos abdrehen, um euch da weiter zu unterstützen. Richtig. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst unten auf jeden Fall ein Like da. Das seht ihr unten bei YouTube. Genau, ihr könnt auch mal Kommentare dran schreiben. Richtig, wäre auch super. Und ein Abo da, das ist auch ganz wichtig. Und die Glocke anmachen. Dann werdet ihr automatisch informiert. Ansonsten wünschen wir allen Mitgliedern auf jeden Fall frohe Weihnachten. Und guten Rutsch hinterher. Genau. Habt einen schönen Frühling und spätestens sehen wir uns im Sommer 2021 wieder. So, Sandy, jetzt plündern wir erstmal die Eiweißbar, oder? Ja. Mann, ey, was ist denn Stress?